Heute möchte ich euch einen Adventskalender zeigen. Den habe ich am 1. Dezember von der lieben Nicole zugeschickt bekommen. Das ist die Schnäppchenjägerin hier bei YouTube. Ihren Kanal werde ich euch in der Infobox verlinken. Und ich dachte mir, heute ist Halbzeit, das ist der 12. Dezember. Und ich packe den mit euch zusammen aus. Ich hatte erst hier mit Türchen 1 schon angefangen. Und auch die 2 schon aufgemacht. Und dann dachte ich mir, hey, nee, stopp. Nicole macht ja auch ein Video von ihrem Adventskalender und ich hatte ihr dann auch noch einen zugeschickt, weil ich mir dachte, nee, 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 das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Hier einfach was geschenkt bekommen, ohne was zurückzuschicken. Und da, den packt sie auch vor der Kamera aus und deswegen dachte ich, lasse ich euch auch daran teilhaben, was sie mir alles so Hübsches eingepackt hat. Am 1., am 6. und am 24. habe ich jeweils 2 Pakete und ja, dann wollen wir mal schauen, was Schönes drin ist. Hier haben wir einmal eine Karte von ihr, total süß. Ich finde die mega schön. Merry Christmas. Mit dem Engel und alles. Der Stamm ist Washi-Tape und hier diese Stanzteile. Total schön. Und dann muss man den vorsichtig aufmachen, denn da sind noch mehr. Ja, und sie hat halt geschrieben, ich war ja wie gesagt, ich kann euch es ja vorlesen. Hallo liebe Nicole, du wunderst dich sicherlich über dieses Paket. Es ist ein Adventskalender für dich. Nur was Kleines. Da es dir ja nicht so gut ging, eventuell noch nicht so ganz gut geht, dachte ich mir, ich mache dir eine Freude und schicke dir diesen Kalender. Jeden Tag kannst du ein kleines Paket aufmachen und am 1. Dezember, Nikolaus sowie Weihnachten, ist noch ein etwas größeres Päckchen dabei. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken und zu Weihnachten ein paar schöne Stunden mit deinen Liebsten und deiner Familie. Lass es dir gut gehen und weiterhin gute Besserung. Ach, und deine gute Laune bitte nicht vermiesen lassen. Es kann nur bergauf gehen. Liebe Grüße, Nicole, mit dem Rest der Familie. Also, erstmal vielen Dank. Ich bin gespannt, was so alles bei ist. Wie gesagt, das ist die Karte. Und ja, dann schauen wir mal. Habe mir schon Mülltüte und alles parat gestellt. So, hier haben wir dann, wie gesagt, die 1. Finde ich auch ganz süß. Hier diese Stanzteile. Ich weiß nicht, ob sie die wahrscheinlich irgendwann mal in der Tauschpost oder sie hat die selber. Soweit ich weiß, hat sie aber keine Stanzmaschine. Weiß ich gar nicht. Und dann hier mit den Teilen von Action. Die habe ich auch. Die sind total süß. Und dann auch diese Teile, hier sind ja Klorollen, selbst gemacht mit Motivpapier drum. Sehr schön. So, dann gucken wir mal rein. Es raschelt noch. So, leer. Da haben wir hier einmal 3 süße kleine Marienchenkäfer. Hm. Also, wie sind so Prinzessinnen so. Oh Gott, wie süß. So, einmal diese. Dann haben wir hier, was ist das? Wartet, ich guck mal. Ich würde sagen Steine, ich habe keine Ahnung, was ist das? Nicole, sag mir mal, was ist das? Dieses. Und einmal Tee Aronia Vanille. Das war die Nummer 1, aber wartet. Nummer 1 hat ja, wie gesagt, 2 Pakete und da war dieses noch dabei. Wie gesagt, ich habe die 1 und die 2 schon aufgemacht. Leer. Und da haben wir, schauen wir mal, eine Tüte voll. So. Und bevor wir die jetzt auspacken, noch eine Sache. Ich verlinke euch mein voriges Video nochmal. Und zwar mache ich eine Verlosung für meine Abonnenten und da müsst ihr Tannenbäume in meinen Videos zählen. Kleines Emojis in meinen Videos zählen. Die tauchen immer in verschiedenen Ecken, oben, unten, rechts, links, wie auch immer auf. Die müsst ihr pro Video zählen und alle zusammenzählen in allen Videos, die jetzt bis zum 24. kommen. Und dann beim letzten Video, das sage ich dann aber an, die Summe drunter schreiben. Und das alles genau ist im vorigen Video nochmal erklärt und ich schreibe es auch nochmal in die Infobox. Nur darauf achten, wenn irgendwo ein Tannenbäumchen auftaucht, dann zählen. So, hier haben wir jetzt Badekristalle, halt die Ohren steif, sehr passend. Aber wie gesagt, langsam geht es bergauf, es wird. Dann haben wir hier so süße, auch so Stanzteile. Fotoalbum selbst gestalten, passt auch sehr gut. Sowas mache ich sehr gerne. Ich hatte jetzt bei DM, gab es jetzt diese Fotoalben mit Sticker und allem Pipapo. Da habe ich auch jede Menge gekauft. Das werde ich euch auch noch zeigen. So, dann haben wir hier noch eine Tüte voll. Ich habe einen Frosch im Hals, hört ihr das? Mit Stickern. Da haben wir einmal solche.
Ich gehe die jetzt nur schnell durch mit euch. Das hier sind auch sowas hier. Ich denke mal auch Sticker. Ach, das sind so Streifen. Das sind so verschiedene, da kann man es vielleicht ein bisschen sehen. So in Candy Style. Hier haben wir dann so Steinchen in Orange. Die sind auch schön. Diese Sterne, perfekt zur Weihnachtszeit. Oh, auch Weihnachten. Diese. Dann haben wir Buchstaben. Buchstaben gehen auch immer. Nochmal Sterne. Was haben wir hier? Auch so Kleeblätter. Die sind so durchsichtig. Diese. Passt alles sehr gut. Weihnachten. Jede Menge Buchstaben und Zahlen. Die habe ich auch. Die sind von Aldi, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Diese Etikettensticker. Und noch mehr so Geschenkaufkleber. Und noch mehr davon. So, das war die 1. Dann haben wir die 2. Die habe ich, wie gesagt, auch schon aufgemacht. Haben wir hier. Ich packe das mal beiseite. Warte mal. Komm schon. Da ist noch was drin. So, und wieder leer. Und hier wieder so schön. Die 2 mit dem Schlittschuh und Stanzteile. Und total süß. Da haben wir wieder Tee. Glückstee. Kakaoschalen mit Rooibos und Vanille. Dann haben wir hier, das fand ich auch, ich habe es ja wie gesagt schon ausgepackt, total süß. So kleine Charms. Einmal so ein Flip-Flop-Blatschen in grün. Einmal ein Schlüssel. Und einmal so Musiknoten. Ich hatte mir auch von Action, die hatten auch so einen Schmuck-Adventskalender, den habe ich mir auch geholt. Da ist auch sowas drin. So, achso, und hier noch so ein kleines Herzdöschen. Auch total süß. Dieses. So, dann warte mal kurz. Mach mal kurz einen Schnitt. Okay, weiter geht's. Hier die 3 mit der Tanne und Schneeflocken. So, ich habe mir eine Schere hingelegt, weil es ist eigentlich ganz einfach aufzureißen, aber ja, nicht ganz so einfach. So, was haben wir hier? Die sind alle prall gefüllt. Lustig ist, ich habe ihr ja auch einen Adventskalender gemacht. Leer. Und habe ihr jeden Tag eine Maske reingemacht, weil ich kann mich mit Masken totschlagen. Ich habe da mal so eine kleine Sucht gehabt. Immer wenn bei DM Rossmann neue Masken rauskamen, habe ich sie mitgenommen. Die werde ich in meinem Leben nicht aufbrauchen können. Und deswegen habe ich hier jeden Tag einen reingemacht. Ich habe scheinbar jeden Tag einen Tee gesungen. Hier haben wir Winterputsch. Winterpunsch. Früchtetee. Diesen. Dann hier nochmal dieses Herzschälchen. Die finde ich total süß. Und hier haben wir so eine Streuteile. So kleine Engel. Die sind auch auf dem Brief vorne drauf gewesen. Alles so kleine Engelchen. Das war die 3. Dann haben wir hier die 4. So. Ich da jetzt mal nicht was zerschneide. Es war knapp. Oh, was ist denn das alles? Und was habe ich euch gesagt? Glückstee. Sehr schön. Und was haben wir hier? Hat sie wahrscheinlich so selber abgefüllt. So. Ach, guck mal. Die sind beide so türkis irisierend. Sehr schön. So kleine Diamanten. Fein, fein. Und was haben wir hier noch? So Charms Libellen. Ich bin gar nicht in der Kamera, verdammt. Kleine Libellen, seht ihr das? Dieses. Dann kommen wir zur 5. Da haben wir... Oh, noch was. Leer. Da steht die Milch. Ach, guck mal, hier haben wir wieder diese, was wir in der ersten Tüte hatten, diese wie Marienchenkäfer. Oh Gott, die sind irgendwie zuckersüß. Hm. Dieses. Dann haben wir hier noch mehr von diesen Streuteilen, was ich auch in der Karte drin hatte.
diese Schneeflocken. Und, ach, guck mal, ein Tee. Sahne-Karamell, hört sich auch lecker an. Bisher bin ich alle ganz lecker an, weil ich bin bei manchen, ja, bin so der Pfefferminz-Typ und auch Früchtetee. Alles ganz einfach gehalten. Bin da nicht experimentierfreudig, was Tee angeht. Aber die haben sich bis jetzt alle ganz gut angehört. So, jetzt, Nikolaus gibt es ja, wie gesagt, 2 Pakete. Leute, da habe ich jetzt ein kleines Problem. Seht ihr es? Ich weiß nicht, welches die 6 und welches die 9 ist. Ich habe es jetzt so gemacht, die 6 oder 9 ist leichter. Deswegen gibt es die am 9. Und die hier ist schwerer. Und weil ja Nikolaus, dachte ich mir, das ist die 6. Also Nicole, nimmst mir nicht übel, wenn dem nicht so war. Aber ist halt schwierig. Schauen wir mal. Erstmal haben wir wieder ein kleines Herz. Dann, die ist wirklich ganz schön schwer. Dann kriegt es kaum raus. Oh, das ist was so schwer war. Leer. Oh, entschuldigt bitte. Mein Gott. So, ein bisschen noch wackeln, wackeln, wackeln. Tut mir leid. Nochmal, Sahne-Karamell. Und hier haben wir so, also auf jeden Fall, das sind wieder so eine Steine. Aber auf jeden Fall kann ich mir cool vorstellen, darauf Magnete zu machen. Aber ansonsten, hört ihr? Sind auf jeden Fall irgendwie so Steine. Und hier haben wir so, ja, das sind auch Steinchen, so wie Diamanten. Ein bisschen größer, hier sind sie flach. Und die sind hier richtig so wie Diamanten. Sehr schön. Mal schauen, was ich damit Schönes bastel. Und wie gesagt, Nikolaus, 2 Pakete. Schauen wir mal. Uiuiuiui. Was haben wir denn hier alles? Ja. So, einmal haben wir von Avon eine intensive Handcreme. Dieses? Dann ja, das weiß sie. Ich bin ein Nagellack-Junkie. Ich habe, ich weiß nicht, 2000 Nagellacke. Ich habe die jetzt auch schon, aber ist nicht so schlimm. Und ja, neben Masken sammle ich auch Nagellacke. Und dann, oh Gott, ist ja noch mehr. Hier haben wir einmal ein Labello Lippenpflege SOS. Dann haben wir, keine Ahnung, für jeden Hauttyp. Tonik ohne Alkohol. Klärt, erfrischt, beruhigt, unterstützt und unterstützt Pflegewirkung. Oh. Unterstützende Pflegewirkung suchen. Hier nochmal Hydroaktiv. Hier nochmal Tagescreme. Naja, so langsam kommen wir ja in ein Alter, wo man das alles braucht. Frische Energie. Ist glaube ich auch Tee, wa? Ja, genau. Tee. Nochmal, ach nee, Glücksgefühl. Okay. Und damit das alles auch gut einwirken kann und ich nachts meine Ruhe habe, eine Schlafmaske. Und hier, was haben wir hier noch drin? Dann haben wir hier noch eine Nagelfeile. Ich habe künstliche Fingernägel, da brauche ich die eigentlich nicht, aber macht nichts. Und dann haben wir hier noch lauter so Proben, Lippenstifte. Denke ich mal eine Parfümprobe oder sowas. Das gucke ich mir in Ruhe an. Schaue ich mal. Das. Hier war aber noch was drin. Und zwar. Ui, kleine Ohrringe. Schaut mal. Die sind hübsch. Sehr schön. Und hier das Täschchen. So, das war die 6. Machen wir weiter mit der 7. Erst dachte ich, das, warte, schaut mal, erst dachte ich, das ist die 1 gewesen. Aber nee, war die 7. Oh, wieder ganz knapp beinahe zerschnitten. Den guten Tee. Oh, noch mehr frische Energie. Finde ich lustig, dass wir jeden Tag, oh, die sind ja schön, was Gleiches drin haben. Das sind Perlen in Schleifenform. Die sind ja hübsch. Die gefallen mir. Oh, und leer. So, weiter geht's mit der 8. Schreibe ich mal hier unten auf. Die Tüte sieht man nicht. Das muss ich nicht sagen. So, was haben wir hier? Auch wieder so eine Figürchen, ne? So
eine Pilze sind es diesmal. Okay. Woher hast du die denn alle? Wo waren die denn mal drin? Leer. Und ein Tee Sahne-Karamell. Ich kann nicht mehr sitzen hier. Ich bin das Drehen nicht mehr gewöhnt. Leute. So, hier, wie gesagt, die andere 6 oder die 9, man weiß es nicht. Ach, und da haben wir einen Tee. Aronia Vanille. Sehr gut. Aber jetzt im Winter perfekt. Und hier wieder so Figürchen. Kleine Pilze. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Das weiß ich noch nicht so genau. Das weiß ich noch. Oh, da ist noch ein Und aufpassen, dass man nichts wegschmeißt. Und hier haben wir so kleine Steinchen wieder. Diese. Und hier leer. Dann die Nummer 10. Oh. Ja. Schere ist von Action. Brauche ich wohl nicht neue. Metall lässt sich nicht zurückschneiden. Da haben. Ach Gottchen. Das ist eine Fimo-Figur. Sieht ein bisschen aus wie Krümelmonster. Ist ja cool. Dann Aronia Vanille. Und da ist noch was drin. So kleine Schmetterlinge. Leer. Sind das Perlen oder? Ne, die kann man aufkleben irgendwo. In so einem hellgelb und weiß. Was ist das? Ja, die ist echt süß hier. Ja, ja, ja. Nummer 11. Da, Nummer 11. So. Schauen wir mal. Ui. Das ist. Aber wartet mal. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Band, aber da sind schon lauter Knoten drin. So Paracode. Aber doch, sind ganz viele verschiedene. Habe ich die nicht bei ihr irgendwo im Video gesehen? Naja, macht nichts. Aber daraus mache ich Armbänder. Ganz hübsch. Mal gucken, wenn die lang genug sind, dann müsste das funktionieren. Aber wenn nicht, sind es. Das sind auch. Die hat sie von irgendwem bekommen, das weiß ich. Und es sind so, ja, schon fertige Schleifen. Mir gefallen die. Bei mir bleiben sie. Aber hier ist noch mehr. Natürlich darf der Tee nicht fehlen. Aronia Vanille. Und leer. So, jetzt kommen wir zum letzten. Wie gesagt, schaut in der Infobox wegen der Verlosung. Die Regeln sind, ihr müsst 18 sein. Und Abonnent meines Kanals und alle Emojis zählen, die so hier in all den Videos auftauchen. Da haben wir nochmal Winterpunsch. Was es dann genau zu gewinnen gibt, werde ich noch sagen. Wird auf jeden Fall ordentlich, sage ich euch. Oh, guckt mal nochmal. Leer. Aber wenn das wirklich aus Fimo ist, dann hat derjenige das gut gemacht. Wa? Die sehen fast identisch aus. Cool. Und hier sind nochmal so Steine. Ich packe euch mal einen aus, dann könnt ihr das mal sehen. Nicole, du musst mal sagen, was man damit macht, wofür die sind. Entschuldigung. Schaut mal, die sind zwar so, wie so eine Schicht haben die drauf, aber halt einfach. Also ich würde daraus Magneten wahrscheinlich machen. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ja. So, das war die 12. Und hier kann ich euch zeigen, hier ist der Karton. Da ist noch eben erst so. Das war jetzt ja ganz schlau. Ah. Was mache ich denn hier? Da ist noch mehr drin. Ja, das zeige ich euch, wie gesagt. Jetzt jeden Tag, denke ich. Aber ich glaube schon. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.